Und ein freundliches Hallo, ich bin Lili Voll, bevor ich wieder eine neue Runde Shakespeare privat. Wir sind wieder am Start. Immer noch selber Aufnahmemarathon. Ja, also dann nicht wundern. Wir sind wieder da und wir gucken mal, was hier abgeht. Ich habe nämlich, ich habe mich jetzt ein bisschen dran gesessen. Gesetzt. Um. Alter, 9 Millionen hat der. Um dann meine Crypt wieder zu machen, um die Edelsteine zu bekommen, bla bla bla. Ich habe es jetzt gemacht, bin jetzt bei 5 Millionen einfach angekommen. Habe mich neu equipped, wie gesagt. Eventuell neue Brustpanzer und neue Schuhe mit jeweils Dingens. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir können jetzt weitermachen. Wir sind jetzt auf der Dungeon Tasche 10 angelangt. Und versuchen unser Bestes. Direkt mal geschafft. Das ist ja mega nice. Wunderbar. Mit dem Equip, was wir jetzt haben, werden wir jetzt erstmal auskommen müssen. Die nächsten 50 Level, sage ich mal. Müssen wir halt einfach. Boah, ist das verdammt knapp hier alles. Gefällt mir nicht. Boah. Alter, was ist das denn hier knapp? Alter. Wie viel hat der? Der hat 5,7 Millionen Leben. Alter Schwede. Gucken wir mal, wer hat denn hier keinen. Ah, doch, hat jeder, ne? 200. Okay, der Magier bekommt. Jetzt mit alle Attribute. 102 und. Achso, der hat glaube ich gar keinen. Ja, gut. 210. So. Ja, das braucht keiner. Zweiundneunzig, das heben wir uns mal auf, so, ne? Das braucht keiner. Kundigunde hat die schon für den Kopf. Hat die nicht, das ist sehr gut. Rein mit dir. So, das brauchen wir nicht, das. Ich weiß ja nicht. So, Lager voll, dann wollen wir mal. Wir haben jetzt die Edelsteinstufe auf 5 und. Wir haben schon unsere Ritterhalle auf Stufe 5. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, gut. Ich möchte gerne dann langsam auch Schatzkammer vollends ausbauen. Ah, das überhaupt konnten? Nee, können wir nicht. Okay. Ja. Dann wollen wir mal weitermachen, ne? Warte mal, wir haben jetzt hier wie viele Epics bekommen? Ich glaube wieder 5, das heißt 6. Und wir sind bei den 100 Dungeons angekommen. In Folge 400 Dungeons, das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Will ich mal gerade so anmerken. Und dann wollen wir mal die 11 beginnen. Das sieht ja schon mal gut aus, wenn das schon mal nicht der. Ja. Alter, was? Also es ist natürlich klar, dass das langsam hier. Oh, 21.000! Alter, willst du mich kohlen? Komm, der ist auf jeden Fall noch machbar. Ja, voll. Ich wollte schon sagen, Freunde. Magier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Er macht viel zu viel Schaden. Boah, der macht viel zu viel Schaden. Oh, 419 ist aber auf jeden Fall machbar. Jetzt kommt, der ist machbar. Gucken wir mal eins an.
Der macht viel zu viel Schaden. 1 Million, Alter. 1,1. 1,3. Boah, der ist übel. Wir machen allgemein zu wenig Schaden. Das ist die Scheiße. Die müsste auf 500.000 oder so sein, damit mal hier ein bisschen besser ist, aber. Kannst du vergessen. Ja, 13. Das ist die 10. Nee, was? 10, 11, 12, 13. Nein, das ist die 11, 12, 13, 14. Ja, guck mal, was der aushält. Alter, der hat 8,9 Millionen. Er ist auf Stufe 310. Was hält der aus? Alter, was zum. Oh lol. Achso, da sind wir ja gerade dran. Nee, da sind wir nicht dran. Ist auch ein Magier. Ach, lol, ich war ein zu weit gerutscht. Das ist ein Geschickgegner, ist ja in der Regel sogar noch schlimmer. Oh ja, 105.000, komm bitte. Das ist doch nicht wahr. Danke. Und es ist wieder ein Stärketeil im Gegner. 6,4 Millionen. Ich glaube, der ist nicht machbar. Der sieht gut aus, ist aber nicht machbar. Das ist das Problem. Ach komm. Ach, was? Willst du mich jetzt? Wo kann man denn noch die? Ah. Das Ding ist halt einfach, wenn ich jetzt wirklich skillen will, dann muss ich dafür 1-2 Stunden wahrscheinlich verbrauchen, um wirklich dann hundertprozentig alles geskillt zu haben. Boah, ist das dein Ernst, ey? Schaffen wir eventuell schon Schatten-Dungeon? Wie sieht's denn hier aus? Was hat denn der für ein Level? 52! Okay, wir schaffen einen Schatten-Dungeon. Ups, sorry. Wir schaffen die Schatten-Dungeon. Na dann. Ach, die sind genauso stark wie die vorher. Ah! Dann werden wir auch mal ein bisschen Schatten-Dungeon-mäßig hier ranklöppen. Und schaffen wir unsere Level noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich habe 10 Epic. Ach ja, in den Schatten ist das ja so. 10 Epics. Und zwar zählt man die auch mit. Na jetzt komm. Ach, komm. Als ob, Junge. Was ich ja komplett hier vergessen habe, wahrscheinlich zu machen. Nö. Ah, gut. Und zwar 36, zack. Wir haben hier ja komplett andere jetzt. So, hier. Wir haben hier 222 Geschick. Wir haben halt für den Magier. 228. Da haben wir was für Barbaros. 228. 288. 227. Okay. 219 für den Magier.
Für den Krieger. Handschuhe, 218. Für den, meine Güte, Alter. Aber man kommt langsam hier an die. Oh, sehr gut. Man kommt so langsam an die Ausrüstung, das ist schon mal sehr schön. Ist ja das, was man will, ne? So, dann machen wir weiter mit den Schatten-Dungeon. Oder? So, ist der jetzt hier One-Hit? Yep. Man bekommt hundertprozentig Epic im Schatten-Dungeon. Hab ich kurze Zeit vergessen. Manometer, ey. Die sind das oder so, alle. Die sind relativ gut. Was ist das denn? Ach, meine. Oh, ich verkaufe die jetzt oder so erstmal alle so. Komm, ich hab keinen Bock, hier jetzt 1000 Jahre zu warten, bis hier immer wieder und immer wieder. Hin und her wechseln, da habe ich keinen Bock drauf. Brauch mehr Platz, das ist das. Wie sieht's aus? Ich brauche die Scheiße schon mal aus. So. Ich habe da jetzt nicht wirklich 200. Alter, 30 Millionen? Alter! Alles klar, easy GG. Aber das dauert dann schon eher. Was sieht man ja. Lol. Kostet der 6400 2200. Es dauert zu lang. Egal. Weiter jetzt. Oh, der hat schon Schaden gemacht. Epic-Waffe. Mit Slot 219. Ich wollte ja, dass ich ja mehr Schaden mache, deswegen gönne ich mir das jetzt. So, du bekommst hier eine komplette neue Epic-Waffe mit verbesserter aller Attribute. Wunderbar. Wir sind auch langsam aber sicher an den Punkt angekommen, wo wir die Begleiter hochskillen, denn in 3 Level sind wir soweit. Ich möchte aber gerne zuvor alle Attribute bekommen, damit ich wieder was habe. Das sieht aber gerade nicht so prickelnd aus. Ausdauer. Ja komm, dann gib mir eine Stärke. Oder halt doch einfach ein Attribute. So, dann weg mit dem, 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 weg mit dem. Es sei denn, es war jetzt nicht das prickelndste. 219, mal gucken, was hier abgeht. Was das Neueste ist, 219 ist glaube ich nicht das Beste, glaube ich, kann das sein. 223. Was ist das denn hier? 360 ist natürlich echt nice. 223 ist das Beste, was ich gerade so gesehen habe. 224.
227, also theoretisch geht's besser. 219 ist so nicht das Beste, deswegen vielleicht eventuell, wenn wir Glück haben, bekommen wir sogar hier eine bessere Epic-Waffe. Suchen wir uns das nochmal raus hier. Vielleicht haben wir ja Glück und es dauert nicht so lange, bis das schöne Epic kommt. Hoffe ich mal. Also es war schon 227, 221, 219, also es ist schon, vielleicht war da, das ist wieder so ein 227er. Ja, ich könnte mir das jetzt rauskaufen und dann für später mal anziehen. Das Problem ist nur, dass ich eigentlich jetzt nur eine Epic-Waffe haben möchte. Oh, das ist sogar mit einem Flot, das gönne ich mir. Dann ist es besser. Plus Slot, das ist oder so dann eine Verbesserung. Das jetzt nicht. Also, wenn jetzt noch Schuhe auftauchen, wäre natürlich nice. Mit Slot. Jetzt komm. Dauert ja nicht so lange hier, ne? Komm, ich suche auch unter anderem ja Schuhe, also bitte. 220. Gürtel. Epic-Waffe, dankeschön. 219. Was? Aber mehr Schaden. Ne, die macht nicht mehr Schaden. Alter, das ist jetzt euer Ernst. Handschuhe. Dankeschön. So, das ist die Epic-Waffe, die ich jetzt hier benutze. 222. Zack. Ich möchte Schuhe haben. Egal, ob das jetzt hier so normale sind, ohne Slot oder mit Slot, es ist völlig glatt, Hauptsache neue Schuhe. Weil da bin ich auf der sicheren Seite. Und keine alle Attribute, bitte. Sei denn, die sind gut. Nämlich die zur Sicherheit mit Neuschuhe oder 94. Die nehmen wir jetzt einfach mal mit. Falls dann Geschick oder so kommt. Und neuer Brustpanzer eventuell, wenn es noch Verbesserungen gibt. Da ja da kein Slot drauf ist. Look at much. Also ich sag ja noch die kommenden 50 Level. Kein Blättern, weißt du, und jetzt blätter ich dann doch noch. Das ist eigentlich ein Glücksschild, also hier gibt es kein Glück, das ist gut. Kommst du ja so, so auf 50 hier mit so viel Brust 219, okay. Jawohl, genau das meinte ich. Verbesserung ist real. 228. Wunderbar. Und die Epic-Waffe! Aber es ist halt. Eine Stange mit 455, die ist aber besser. Die hat eine bessere die macht mehr Schaden. Ich kauf die mal. Irgendwie 260. 200. Ja, gut. Also,
ist irgendwie dann. Nee, ist. Ich brauche verdammte Schuhe. Weißt du, was witzig wäre, wenn wir jetzt Dungeon machen und wir direkt einen Schuh bekommen? Was für Schuhe? Das wäre Karma. Komm, wir blättern jetzt nur noch 18 Mal und dann ist hier gut. Die Waffe. Fünfzehn, dreizehn, zwölf, elf, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Fertig. Okay. Gut, schade, haben wir jetzt nicht irgendwie gefunden, aber wir haben hier zack. 194, das ist auf jeden Fall besser, das nehmen wir ja so oder so mit. Gut, wir sind hier voll. So, wupp. So Steine, die baue ich aus. Dann machen wir weiter mit dem schönen Dungeon. Wunderbar, mit den wunderschönen Schattendungeon. Yeah. Kundschafter. Habe ich da gerade irgendwie Lebenspack? Nee. Wir werden hier so schnell weggefrotzt. Magier. Level up. Yeah. So, was soll denn hier? Ja, ich habe ja gesagt, ich werde jetzt noch nicht aus den ganzen. Das mache ich dann alles später. Das, was ich aber machen kann, ist das hier. Und weiter geht's. Zehn Prozent mehr Schaden, wenn ich kritte. Gut. Oh, der hat ausgehalten. Not bad. Weg mit dir. So. Der Gegner wurde gar nicht gezeigt, weil er so schnell weg war. Wunderbar. Die Dungeons, die jetzt gemacht worden sind, die werden alle mit Epics. Also daher ist ja nicht so schlimm. Schreiben wir auch direkt gleich unten drunter. So, wir haben 142. Epics, das sind 67. So. Ach, wir sind schon bei 100 angekommen. Und bei 2 Level sind wir dann auch noch weiter. So schnell geht das. Und langsam bekommt man auch hier die Erfahrung. Naja, geht. Wir haben, glaube ich, sogar Slots für 10, ne? Also für eine ganze Turnreihe. Dungeon-Reihe. Also
Also hier hatten wir noch keine Probleme. Ja, das war aber schon mal Schaden. Das war auch schon mal Schaden. Nichts Interessantes. Also, oh, verdammt, Schuhe. Warte mal. 227. Da die Schuhe ja so oder so Schuhe sind. Ja, so einen Scheiß nochmal machen, wenn ich irgendwie. Ja, keine Ahnung. Wenn ich Level 200 bin oder so, werde ich das mit diesen Scheißstein nochmal machen. So. Weiter geht's. So langsam könnte man theoretisch dann doch jetzt sie ausrüsten, denn man sieht. Ich dachte, die Begleiter begleiten auch einen hier durch den Schatten dann. Hm, ganz komisch. Huiuiuiui. So, gucken wir mal. 150, tada. Bertiger Bertram. Falsche Klasse, Magier. Oh. 221, das ist sogar schlecht. Alter Schwede. Kundschafter, Kundschafter. 221. 230 Krieger, alles klar. So, da haben wir dann mal was für den. Jetzt kommt der Kundi ran. 221. 188. Gürtel. Rein mit dir. Magier, Krieger, Krieger, Krieger. 230. Hand. Ja. Wunderbar. So schnell geht das hier. Wie gesagt, langsam können wir hier. Warte. Warum hat das denn hier so komisch geblinkt? 149. Wir sind 149, Freunde. Dauert nicht mehr lange. Alter, der ist richtig nah dran bei mir. Was ist los mit dem Jungen? Ziemlich. Ja. Und weiter geht die Party. Juhu. Theoretisch könnte ich sogar alles schaffen. Das ist ein Epikbogen gewesen. Oh, wir kommen so langsam mal richtig hier in die Erfahrungswelle wieder. Das ist sehr gut. Ja, da war der bärtige Bertram. Jawohl. Wunderbar. Das heißt, die Begleiter werden jetzt auch wieder. Die Begleiter werden jetzt auch mitmachen. Das ist sehr gut. Genau das wollte ich ja. So, Bertram, er hier und er bekommt auch. Ach, das sind Kundigunden. Ach, das sind Kundschafter-Schuhe. Ah, egal. Rein mit dir. Was sagt hier der? Alter, der Bogen ist ja mal mega fett. 191, sehr gut. Alter, wie viel denn jetzt für den Kundi hier? Das ist ja Shit. 228, rein mit dem. Das ist Magier, Krieger,
Das ist für alles. Nee. Oh, rein mit dir. Intelligenz, Stärke. Was haben wir denn hier? Oh, Gürtel haben wir noch gar nicht hier. Intelligenz, so, rein mit dir. Krieger. 231, rein mit dir. 225, okay. Das war nicht besser als meine, Alter. Deswegen der weg. Ja, raus mit dir hier, raus mit dir hier, raus mit dir hier und raus mit dir hier. Und jetzt beginnt der Spaß hier richtig, denn meine Begleiter sind jetzt mit von der Partie. Bärtriger Bertram, barbarischer Bertram, der macht den sogar alleine. Bertram kriegt von mir Double Daumen, wunderbar. Der Bertram, Alter, was ist los mit diesem Jungen? Der macht die einfach alleine hier, oder was? Ja, okay, langsam ist er, der ist ja auch schon tanky, das muss man ja sagen, ne? Alter, was ist denn los mit dem Jungen? Oh lol, der schafft den nicht zu besiegen. Ey, das war doch... Kunde. Der Bertram macht's, Alter, das ist der Shit. Jawoll, ich wollte schon sagen, wenn der den jetzt hier nicht schafft, Junge, dann wird er rasiert hier. Der magische Markwort. Das ist... Fernwelt. Achso, ich dachte, das ist die Mordmaschine. Alter, der Bertram hat die ganze Scheiße alleine gemacht hier. Ach, das ist die Mordmaschine. Das ist aber keine Mordmaschine für uns! Rasiert! Wunderbar. Ist einfach Hammer. Oh, Leute. Alter, was? 3 Level-Ups? Das ist ja der Hammer. Guck mal, kaum ist hier... So, was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Kundschafter... Ja, der ist schlecht. Ich glaube, wir werden die ganzen Sachen hier wieder mal... Warte mal, welche Slots brauchen wir denn hier nochmal für die ganze... Der ist hier Full Slot, der ist hier Full Slot, der ist noch nicht Full Slot. Der braucht Schuhe, der Junge. Der braucht Schuhe. Warte mal, ich hab hier... Für den Geschick haben wir hier... Was hat denn hier die 200? Das sind 2, aber immerhin 2 besser. So, zack, zack. Jetzt mal die Schatzkammer ausbauen. So. So, jetzt ist die Schatzkammer auf 6, das ist sehr schön. Und wir machen weiter mit den Dungeon. Diesmal ist es eine etwas längere Folge. Also nicht wundern. Me to sleep. Ja. Der Bertram, der rasiert hier einfach alles quer. Ich freue mich schon, wenn alle wirklich dezent Schaden machen, dann ist hier die, dann rasieren sie hier einfach alle durch. Der Bertram, Alter, der ist ja fast so, der ist sogar tatsächlich sogar fast so tanky wie ich, ne? Kann das sein? Warte mal, wie hat der? Der hat 3,2 Millionen. Spiegelbild. Der 3,2. Ich habe 6,7 Millionen. Warum hat der 16 Millionen? Der hat 16 Millionen, den kriege ich nicht gerockt. Das ist unmöglich. Scheiße!
haben wir hier? Magier, warte mal, für Magier hat man doch, haben sie doch gefehlt, ne, die Schuhe. Jawohl. Alles wurde 203. Kundschafter, Magier, alle Attribute. Nee, das ist ein aller Attribute Dringenskirchen. Der hat 4,1 Millionen. Warum wurde der denn mit Dingens angezeigt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe aber 6,7 Millionen. Das ist ja echt komisch jetzt. Könnte man jetzt jeden Tag so, die ganze Zeit so machen, aber nein, mache ich nicht. Ich versuche jetzt einfach, ich weiß nicht, mache ich jetzt noch, versuche ich noch die anderen, weil die anderen könnte ich eventuell sogar schaffen. Ja, da schaffe ich es noch so ein bisschen. Aber das Problem ist ja, desto stärker ich werde, desto stärker wird auch der. Also werde ich, muss ich ja auch die Begleiter jetzt wirklich auch skillen. Ausrüsten. So. Wenn ich jetzt den schaffe, ich schaffe mein Spiegelbild nicht, aber ihn hier. Was ist das für eine scheiß Logik, Alter? Ich sag dazu jetzt gar nichts. Denn. Ja. Rucksack ist voll. Wir haben zwei Epic-Waffen. Drei Epic. Zwei Epic-Waffen. Gucken wir mal. Was haben wir hier? Wir haben hier. 210, nee, 240, Epic war 252 für die Kundschafter. Wunderbar. Ja, gut, Kundschafter hat also 251. Sehr gut. Was wir hier nicht brauchen, das können wir mal direkt hier hin tun. 240, 222. Das brauchen wir, glaube ich, auch nicht mit dem Kopf. Ne. Dafür bräuchten wir mal so langsam. Warte, was? Ah, gut. Wir brauchen so langsam was für den Dingens. 206 brauchen wir nicht. 237 rein mit dir. Brauchen einen Dingens. 246 rein mit dir. Wir bräuchten so langsam mal wirklich eine Platte für den Magier. Ne? Jetzt habe ich das verkauft. Warum habe ich das verkauft? Touch me like you do. Touch me like you do. Gut. Ich glaube, ich werde mich aber für jetzt wieder verabschieden für diese Folge. Aufnahmemarathon ist aber immer noch nicht beendet. Ne? Hier, wie ihr seht, immer noch null. Also ich nehme gerade echt viel an einem Stück auf. Ich sage tschüss, schaut rein, auf Wiedersehen, euer Benneplay, bis zur nächsten Folge von Shakes im Viertel Privatserver. Haut rein, haut raus, tschüss. Bis zur nächsten Folge. Bye.